vom Personenverkehr selbst zu stellen. Bitte finde deine Strecke. Die Strecke schon wieder neu machen. Ich habe die Strecke schon so oft neu gemacht. Mal gucken, ob wir einen von unseren neuen Zügen sehen, da oben fahren. Aber ich möchte auf jeden Fall auch noch mehr Verkehr auf die Schienen bringen. Also Doppelt- oder Dreifachbesetzung von den Gleisabschnitten kommt auf jeden Fall auch. Ja. Muss abbremsen auf 120, gell? Jedenfalls. The fuck? Du bremst ja auf 75 runter. Hier, so wie hier, stelle ich mir das vor. Rechts, links, Bäume. Wunderschön. Das war mal so der Anfang, ja. Das habe ich ziemlich am Anfang gemacht. Erstens mal, um zu sehen, wie die Performance wird. Denn ich habe auf meiner, besser gesagt, auf meiner alten Anlage gab es noch keine Assets. Und da wollte ich einfach mal ausprobieren, wie die Performance so wird, wenn da so ein paar Bäume stehen. Ja? Und ich muss sagen, also wirkt sich kaum auf die Performance aus. Aber es ist immer noch für mich eine Frage, was dieser Zug macht. Jetzt fahrt bitte links. Fahrt bitte den gewünschten Weg. Bitte. Nicht okay. Schon habe ich eingezeichnet, oder? Ich lass dich mal weiterfahren, ja? Und oh, dann. Okay, was ist hier? Hier gibt's auch immer Probleme. Leute. Auch noch, oder? Geh doch mal. Update. Guck, das verstehe ich nicht. Ich möchte hier updaten. Passiert eigentlich nichts. Trotzdem stürzt den Tunnel. Mal. Sehen.
Alle Stelle ist ja nicht mehr in Betrieb. Genau, wie sieht die hier aus? 93. Bisschen mit meinen Fabriken aus. Ist jetzt schon bei. Oh, immer noch nicht. War jetzt sehr viel Kohle und es lägt. Aha, fast mitten rein. Ja, und jetzt? Immer noch nichts gefunden. Gut. Gut. Muss die mehr Stahl abtransportieren. Bisschen jetzt. Wieso läuft denn die Abwicklung jetzt über die Straße? Ich hab doch da gar keine Fahrzeuge mehr drauf geschickt. Beide fahren. Jetzt sag mir, wie du fährst. Dann der Hacke. Nein, hör auf! Okay, du fährst jetzt erstmal ins Depot. Hallo, merkt ihr jetzt, dass da niemand mehr kommen wird? Schon. So, ihr fahrt mit fucking Getreide da. Das ist einfach bloß, damit ich ein bisschen Verkehr auf der Straße habe. Ja. Weil ich mag es nicht, wenn die Straßen so leer sind. Vor allem, wenn ich so riesen Depots hier hingebaut habe. Was ist so leer sind, ja? Eigentlich gar nicht. Wie sieht denn hier oben aus? Ich habe eigentlich bloß im Moment zwei Güterproduktionen, ja? Das ist einmal die hier.
Ja, da sind wir jetzt fast am Limit. Produziert fleißig. Hier läuft mal wieder nichts. Hier, das ist meine Problemstadt. Das ist meine Problemstadt. Ich weiß nicht, hier irgendwie was ändern kann, ja. Hier ist ja jede Menge Holz. Hallo? Hallo? Holz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Holzgerlinge. Wie viel wartet denn hier? Zu viel. Okay, du gehst nochmal zurück. So, jetzt Holz. Hundert Holz warten da. Ey. Denn hier aus? Rechts wieder. Hier warten ein paar Leute. Hier geht's Holzheim. Und hier. Jetzt lad mal was auf. 550, Alter. Gott sei Dank hat der Bahnhof so viel Platz. So, jetzt machen wir voll. Ersatz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Muss doch einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Gucken, ob der Zug überhaupt alt genug ist. 10 Jahre. Fuck, das ist. Mein. Okay. Und der nächste. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf.
Als Gerlingen. Welches Depot du jetzt auch immer gehst, ist mir völlig egal. Oh, jetzt fällt er nicht aus wegen dem. Komm, ja. Also muss der warten. Das sind schon wieder so viele. Dass wir hier wenigstens mal ein bisschen was wegkriegen. Okay, da war das schon einer. Der ist 3 Jahre. Oh, die wurden erst ersetzt. Komm, nochmal. Zwei, vier, fünf, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Halten. Jetzt fahr doch raus, Mensch. Ja, das ist eigentlich gerade das, wieso ich die Wagen nicht haben wollte. Ich habe da etwas umgeändert bei dem Mod. Und zwar sind ja die meisten Güterwägen sind ja leer. Hängen ja sozusagen keine Güter oder Holz oder sonst irgendwas drauf ist. Und das habe ich sozusagen
rausgecodet. Und dem letzten wollte ich es wieder einfügen. Ja, geht nicht. Ich weiß nicht warum. Aber ich hoffe auf jeden Fall mal, dass der Zug oder dass das jetzt hier einiges leerer wird. Schon mal einiges besser aus. Oh, oh, oh. Reicht denn der Platz hier? Nein. Der fährt. Bremse ich den mal ein bisschen ab. Gut, 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 dann kommt er raus. Hallo. Gut, haben wir hier zumindest das mal erledigt. Heilige, was ist denn hier los? Bus, Bus. Etwa ein Stau. Oma Ding. Kommt gerade hereingefahren. Kommt gerade hereingefahren. Was noch? Gerlingen, Gomadingen. Röten. Ja, ich weiß nicht wo. Ja. Oh, okay, die sind ziemlich dicht aufeinander. Ich lade der ein, voll. Was geht denn hier alles an? S-Bahn, S-Bahn, Zug, 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 Zug. Eritz Weiser habe ich auch. Ach so, ja. Eritz. Eritz Spitzenberg. Really? Kommt nichts, oder? Jetzt nicht sagen. Den ganzen Verkehr aufgehalten ist. Ja.
dann sag ich einfach mal, drehst du. Gut, dann drehst du halt um. Ich will jetzt wissen, wo der liebe Autozug hingefahren ist. Okay, man merkt hier schon, dass in Peritz einiges gebaut wurde. Es leckt immens. Ja, komm, gib schon. Dann drehen wir dich gleich um. Sobald du hier drüber bist. Dann fährst du mir in diese Richtung weiter. Dann dürften ja hier auch schon einige stehen. Eieiei, wäre jetzt schwer. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich lasse mal einfach hinfahren. Und gut. Ja, dann war es das hier erstmal. Wir haben das geschafft, was angekündigt wurde, der Ausbau des Fernverkehrs. Und ich würde mich ganz recht herzlich über ein Feedback von euch freuen. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier weiterbauen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder morgen oder je nachdem, wann ihr es halt anschaut. Hier mit der Ausfahrt noch von der BR 120. Ja, links kommt auch noch eine rein. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.